Das ist Sinans Woche. Total cool zusammengefasst in einem YouTube-Video. Herzlich willkommen bei Sini on Tour. Heute mit der lieben Marie-Louise Vollbrecht. Ja, ich möchte mit dir gar nicht über deine Geschichte sprechen, sondern ich habe da so eine interessante Doku auf YouTube gesehen über Feminismus. Oh. Ja. Wer hat die denn produziert? Die wurde produziert. Doku. Die spannende Doku wurde, ja, wir lachen gerade ein bisschen, wir haben natürlich darüber vorher gesprochen. Also das Y-Kollektiv hat eine Doku gemacht oder eine Reportage, eine Kurzreportage, ich glaube so 26 Minuten, über Antifeminismus. Als die erschienen ist oder zumindest als die Recherchen noch liefen, war Y-Kollektiv noch im Funknetzwerk, damit öffentlich-rechtlich. Sie sind es mittlerweile nicht mehr. Ich weiß nicht, ob die Doku oder die Art und Weise was damit zu tun haben, das weiß ich nicht. Ja, aber erstmal, jetzt müssen wir natürlich mal kurz abholen, die Zuschauer, die Doku nicht gesehen haben. Kannst du ganz kurz erklären, worum es eigentlich ging oder was sie da vermitteln wollten? Genau, also in der Doku geht es runtergebrochen darum, dass gesagt wird, ja, es gibt einen steigenden Antifeminismus in der Gesellschaft. Dieser Gesellschaft, dieser Antifeminismus kommt von rechts, beziehungsweise ist ein Brückenglied nach rechts und rechten Ideologien. Und vor allem fokussiert sich die Dokumentation auf Antifeminismus von Frauen. Also wie Frauen oder Influencerinnen auf TikTok und in sozialen Medien Antifeminismus in die Gesellschaft tragen und wie gefährlich das halt ist für die Demokratie. Also es wird als demokratiefeindlich bezeichnet. Und diese Frauen werden, zumindest in der Beschreibung wird halt gesagt, dass diese Frauen quasi gegen den Feminismus arbeiten. Jetzt hast du gerade was gesagt, worüber ich vorher gar nicht so sehr drüber nachgedacht habe. Natürlich kann man das als große Überschrift wählen. Antifeminismus führte nach rechts. Aber warum eigentlich in der Doku nur Frauen zum Wort kommen? Also das sind ja, die begleiten ja, sie schauen ja explizit auf Frauen. Genau, sie schauen nur auf Frauen. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, sie sagen halt an einer Stelle, also sie werfen in der Doku auch sehr, sehr viel durcheinander. Mhm. Und einmal sagen sie halt, ja, bei den Rechtsextremen, also wobei sie nicht erklären, was Rechtsextreme sind. Es wird generell sehr wenig an Begriffen erklärt. Ja. Aber es wird halt erklärt, bei den Rechtsextremen gibt es diese Schnittstelle des Rechtsextremismus, der Demokratiefeindlichkeit und des Antifeminismus. Aber alle Untersuchungen dazu würden sich ja nur auf Männer fokussieren. Und deswegen, niemand hat die Frauen in den Fokus genommen. Und damit wird da so ein Zusammenhang hergestellt, dass diese Frauen halt irgendwie direkt als rechtsextrem oder zumindest als so rechts gefamed werden. Aber es hat vermutlich auch den Hintergrund, dass wenn wir uns Rechtsextreme anschauen, es einfach sehr viel mehr rechtsextreme Männer, also Neonazis zum Beispiel, gibt als Frauen. Ja. Von daher, ja. War das so vielleicht auch so, dass sie dann dachten, wir gucken mal, was die Frauen machen? Und anstatt, man sagt ja, würde ja sonst eigentlich eher den Gedanken haben, wenn Frauen Feminismus kritisieren oder bestimmte Strömungen des Feminismus kritisieren, dann wäre das bei mir ja jetzt erstmal so, dass ich sagen würde, da höre ich mal ganz interessiert zu, weil das ist natürlich eine Perspektive, die interessiert mich ja schon, weil sonst könnte man ja immer geneigt sein zu sagen, ja gut, dass jetzt irgendwelche Männer den Feminismus kritisieren, weil sie sich bedroht fühlen oder so. Das kennen wir, diese Erzählung. Genau. Aber dass Frauen auch den Feminismus kritisieren, das fänd ich erstmal interessant, wird aber in dieser Reportage gar nicht als interessant, sondern sofort als gefährlich, genau, als Übergang zu diesen dann wieder männlichen Rechtsextremen. Ja, und dazu muss man sagen, dass keiner dieser Frauen tatsächlich Feminismus irgendwie ablehnt oder bekämpft. Viele dieser Frauen haben bestimmte Kritik am Feminismus, aber das scheint für die Macher und Macherinnen sehr gefährlich zu sein, dass man halt gleich versucht, das irgendwie einzufangen. Dass man halt sagt, ja, es gibt auch Frauen, die gegen Feminismus sind, aber die, damit kommen dann folgende Probleme und die sind ideologisch vorbelastet und das ist eigentlich alles antidemokratisch. Also auch Frauen dürfen, obwohl wir immer dieses Betroffene-Narrativ haben, ja, nur Betroffene dürfen über sich sprechen, nur Frauen dürfen über Feminismus sprechen, nur Behinderte dürfen über Behindertenrechte sprechen, immer aus der betroffenen Perspektive. Aber
man will halt quasi verhindern, dass die falschen Frauen über Feminismus sprechen. Das ist aber schon, also du sagst das jetzt so und ich bin immer wirklich dran und versuche so mich, also wirklich noch andere Optionen zu sehen. Aber in dem Fall komme ich auf keine andere Idee als das genau. Dieses, ja scheiße, jetzt kritisieren auch Frauen den Feminismus. Was machen wir denn jetzt? Weil eigentlich würde ja die Regel gelten, sozusagen, denen müsstest du ja zuhören als Betroffene. Aber dann wird sofort irgendwie das Framing aufgemacht und ja, in eine Richtung gepusht. Und du sagst, ich habe das mich auch so empfunden, so eine leichte Angst. Also eine Angst. Und das ist ein... Ja. Und ich möchte hier nochmal sagen, Frauen kritisieren den Feminismus. Also auch in der Doku immer der Feminismus, der Feminismus. Worum es ja eigentlich geht, ist, dass diese Journalistin ein ganz bestimmtes Bild von Feminismus hat. Und dass es heute eigentlich so ist, dass wir nicht mehr, dass wir schon wieder so eine Begriffsaufweichung haben, dass wir überhaupt gar nicht mehr uns einig sind, was ist denn überhaupt dieser Feminismus, über den wir reden und was wird denn hier kritisiert? Wird der Feminismus als solcher kritisiert oder werden bestimmte Strömungen des Feminismus kritisiert, der aber von solchen Menschen als der Feminismus gesetzt wird und alles, was davon abweicht, ist dann kein Feminismus mehr. Vielleicht da nochmal, dass vorletztes Jahr, meine ich, der Duden die Definition von Feminismus geändert hat. Also die Definition von Feminismus war mal, ich krieg's ungefähr zusammen, dass es ein Teil der Frauenbewegung ist, der anhand der Bedürfnisse von Frauen versucht, gesellschaftliche Änderungen herbeizuführen und zum Beispiel ja, patriarchale Gesellschaftskritik zu üben. Und da haben wir halt dieses, okay, anhand der Bedürfnisse der Frau zu versuchen, für Frauen gesellschaftliche Änderungen hervorzurufen. Und die neue Definition von dem Feminismus im Duden ist jetzt ein Oberbegriff für verschiedene emanzipatorische Strömungen, der irgendwie für Gerechtigkeit, Selbstbestimmung aller Geschlechter hinweist. Okay. Also das heißt, auch im Duden ist das letztlich schon, das kann ja vieles sein. Genau, es kann vieles sein. Und das ist ja eigentlich das, was ja diese Queer-Feministen oder diese dritte Welle Feminismus gemacht hat, ist ja eigentlich diesen Begriff Feminismus so weit wegzubewegen von dem, was das halt ursprünglich mal war oder wo man es ursprünglich einfacher definieren konnte, zu so einer total offenen Kategorie, wo es immer irgendwie um Gerechtigkeit geht und ganz viele Geschlechter und Selbstbestimmung. Und dann haben wir halt so Sachen wie feministische Außenpolitik, feministische Verkehrswende. Also dann ist Feminismus halt ein komplett entkerntes Wort, wo dir jetzt niemand mehr sagen kann, okay, worum geht's denn? Und wenn dann halt irgendwelche Influencerinnen sagen so, wieso? Genau diese... Kann ich das jetzt, wieso reden wir über feministische Verkehrswende? So, das geht mir total auf den Geist. Was hat denn das jetzt mit Feminismus zu tun? Dann wird aber gesagt, ihr seid Antifeministin. Ja, und dann, jetzt kommen wir da mal, was mich dann auch massiv an der Doku gestört hat, weil grundsätzlich bin ich ja der Meinung, du kannst über alles erstmal streiten. Ja? Du kannst dann sagen, nee, ich sehe den Feminismus so. Oder auch zu sagen, ich möchte den Feminismus so, wie er klassisch gesehen war, ich möchte ihn weiterentwickeln. Darüber kannst du ja alles reden, ist ja kein Problem. Nur, was jetzt kommen wir mal zu ein bisschen dieser Methodik dieser kleinen Reportage. Deswegen bin ich eben so auf das Wort Angst angesprungen. Es wird auf andere Influencerinnen und TikTokerinnen sich draufgestürzt. Und wenn man mal genau hinschaut, dann haben die überhaupt gar keine Reichweite. Das ist wirklich nicht der Rede wert. Das ist jetzt nicht, ich möchte die nicht klein machen. Ich hoffe ja, dass sie vielleicht auch noch wachsen und so weiter mit ihrer Reichweite. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel mal der Equalist anschaut, ich glaube, bei YouTube sind es 2000 Abonnenten oder so. Die Videos gucken über 1000 Leute oder so. Da erreicht, also das ist ja nicht so, da kannst du ja nicht sagen, ja, das ist die große Bedrohung für den Feminismus jetzt. Also für den neuen, da kommt ja, das ist ja irre, das ist ja Quatsch. So, und dann frage ich mich. Das sage ich wirklich so. Und dann stürzt man sich als Y-Kollektiv mit ich glaube, über 1 Million Abonnenten. Also da herrscht so ein Ungleichgewicht, so ein Hierarchiegefälle, wo mein linkes Herz wirklich blutet, wo ich denke, Leute, das müsst ihr doch sehen, dass da irgendwas schief läuft, weil das kann ja nicht wirklich die Reichweite sein. Du stürzt dich ja nicht auf, keine Ahnung,
Kanäle, die wirklich was bewegen, sondern es sind kleine, ganz, ganz, ganz kleine Kanäle, die es wagen, etwas zu kritisieren. Und dann habe ich mich gefragt, wieso? Ja, die einzige Möglichkeit, die mir so einfällt, ist, irgendwie wirklich schon sehr kleine Kanäle klein halten, ein Exempel statuieren, ich weiß es ja, nicht. Ja, ich habe da verschiedene, verschiedene Theorien, warum das so ist. Also erstmal kann es sein, dass die Doku gepitcht wurde und dass man da noch gar keine TikToker oder Influencer hatte, sondern man hat einfach schon, man ist davon ausgegangen, weil es ist, ist ja das Narrativ im Moment, dass man sagt, der Antifeminismus nimmt zu, dass man dann gesagt hat, okay, wir machen eine Antifeminismus-Doku über Frauen, die gegen Feminismus sind. Und dann hat man sich erst daran gesetzt und geguckt, wen man so findet. Okay. So, das wäre meine Idee, dass eigentlich alles schon feststand. Und dann muss man halt auch irgendwie gucken. Das Zweite, wo ich denke, ich meine, sie haben ja diese Frauen, ich kenne das ja auch, wenn die dann einen anschreiben, dann sind die ja total nett und man denkt halt auch immer so, oh ja, über er oder Funk oder was auch immer. Also es gibt da immer so eine gewisse Seriosität. Ist jetzt anders, als wenn ich jetzt RTL 2 anschreibe. Sagen wir es einfach mal so. Ja, okay. Und wenn die was sagen, hey, wir wollen irgendwie eine Dokumentation machen hier und mehr perspektivisch über das Thema Feminismus reden, dann sind halt vielleicht auch so kleinere, kleinere Influencerinnen auch eher so, oh cool, mit denen würde ich zusammenarbeiten und ein bisschen Reichweite. Während vielleicht gibt es ja schon größere Influencer, die vielleicht auch rechter sind und die vielleicht auch die krasseren Sachen sagen. Mhm. Ich weiß nicht, ob es die gibt, aber die dann halt am ehesten nicht auf so eine Einladung einsteigen oder das, was du gesagt hast, gleich drauf kloppen. Das kann sein, egal, aber was du jetzt gerade gesagt hast, wäre ja noch schlimmer für mich, weil das ist so, dann nutzt man eigentlich die Naivität oder sogar die Hoffnung von kleinen Influencern oder YouTubern aus. Und ich habe das mir, ich habe es ja auch gesehen, also der Equalist hatte dann nochmal gezeigt, wie die Anfrage zustande kam, super nett und ja, von einem natürlich, Video. Ja, natürlich, so die schreiben ja nicht so, wir wollen irgendwie dich jetzt als Antagonist in unserer Dokumentation, sondern die schreiben, hey, wir sind voll interessiert an deiner Perspektive, wir wollen dir eine Bühne geben, wir wollen verschiedene Menschen zu dem Thema. Da kriege ich echt Bauchschmerzen, weißt du, das ist so mies. Und dann auch diese Art der Dokumentation, wo ich wirklich jedes Mal, also die führen Gespräche und du siehst im Video so, dass die da irgendwie durch den Wald laufen und Gespräche führen und dann hörst du irgendwie zwei Sätze und dann wird der Ton leise gedreht und dann kommt so die Off-Stimme, die sagt, an dieser Stelle sagt mir so und so, dass sie das und das und das denkt. Und ich denke mir so, das musst du mir nicht sagen, zeig mir die Aussagen, woher ich das entnehme. Das ist wirklich journalistisch, also wenn du mies arbeiten willst, dann machst du es so. Das ist ja nicht... Das ist, ja, und... Also ich habe das selbst erlebt, dass es da einfach ganz miese rhetorische Tricks gibt, dir auch Sachen in den Mund zu legen. Mhm. Oder dass du deine Aussagen so formulierst, dass man die zurechtschneiden kann. Also ich war ja bei meiner Tour jetzt auch beim Imp und dem ist vor 5 Jahren ja im Prinzip genau das Gleiche passiert. Imp und Dorian, genau das Gleiche. Funk hat die angefragt. Super nett, irgendwo getroffen, 2,5 Stunden Gespräch aufgezeichnet, um am Ende wirklich Aussagen rauszuschneiden, die zweite Hälfte der Aussage wegzulassen. Aber was mich dann jetzt so schockt, oder jetzt werden wahrscheinlich vielleicht manche sagen, ja, Sinan, du bist aber auch ziemlich naiv, dass dich das noch schockt. mich schockt, dass das von vielleicht jetzt nicht mehr, aber von Funkgeld und damit von ÖRR-Geld unter anderem unterstützt wird. Und ich weiß jetzt natürlich, jetzt könnte man in dieses Narrativ einsteigen oder in diese Welle mit einschwingen, ja, der ÖRR abschaffen und alles scheiße und so. Und das will ich gar nicht, ja, weil ich sehe nicht, dass alles daran blöd ist. Ich kenne auch Leute, die da arbeiten und ich finde das, also ich versuche da wirklich noch, wie sagt man so schön, irgendwie wohlwollend zu interpretieren. Mhm. Und solche Beispiele sind natürlich... der Horror. Ja, das ist für mich persönlich ist das schlimm, dass sowas passiert, weil das darf nicht passieren. Das darf nicht passieren, aber wenn dir dann sowas passiert, dann fängst du halt auch so hinterfragen, was sonst noch so passiert. Weil, also, das ist halt, ich finde das halt eigentlich auch total spannend, weil du hast halt
heute ganz andere Möglichkeiten, Reichweite zu kreieren. Also das ist auch was, was diese Macher der Dokumentation ja anscheinend überhaupt nicht einberechnet haben, dass wenn du versuchst, Influencer irgendwie zu framen und schlecht darstellen zu lassen, dass die halt auch eine Community hinter sich haben, dass wir halt inzwischen die Möglichkeit haben, auf ganz anderen Kanälen Content zu machen. Und was sie gemacht hat, also ich, Maxaline heißt sie, ich feiere das total, dieses Video, was sie gemacht hat, total gut, sachlich aufgeklärt, ja, was passiert ist, unaufgeregt, zu sagen, hier, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch. Ich habe das Gespräch sogar aufgezeichnet. Und es ist ja das total, das ist einerseits cool, dass sie es gemacht hat, andererseits ist es total blamabel für die Macher der Dokus. Es ist eigentlich ein Skandal. Es ist ein Skandal, dass so gearbeitet wird. Ja. Und das darf eigentlich nicht passieren. Eigentlich müssen da Konsequenzen gezogen werden. Absolut, absolut. Und da bin ich auch wieder, dass ich sage, ich sehe diese Entwicklungen. Ich sehe die in vielen Bereichen. Ich mache auch Kritik zum Beispiel in meiner Sendung häufiger mal am Monitor-Magazin, was meiner Meinung nach die Kontrolle verliert. Und ich merke dann ja, dass das auch da wieder es so ist, dass man mich angreift dafür, dass ich es wage oder dass ich sozusagen in dieses Narrativ mit einsteige, der ÖER ist so böse. Mich interessiert das aber nicht, weil ich sehe Dinge und wenn ich sehe, da läuft was schief, dann benenne ich das. Das ist mir egal, wer das noch so tut. Ja? Und meine größte Sorge ist, oder was ich echt schade finde, ist, ich weiß, dass es gute Journalisten gibt, auch beim ÖRR. Ja, das habe ich, hab ich nie bestritten. Genau, aber die leiden am Ende darunter. Aber genau, unterhalte dich mal mit Journalisten beim ÖRR. Also das ist halt auch ein, in manchen Abteilungen, glaube ich, ein Klima der Angst. Und da werden, sie sehen auch das, was schief läuft, aber... Ja. Was willst du halt tun? So, also die trauen sich dann halt auch oft nicht, öffentlich was zu sagen, weil dann bist du ja, dann gerätst du ja auch wieder ins Kreuzfeuer. Mhm. Also mir hat tatsächlich jemand, der über Umwege, der auch bei Kontraste zum Beispiel gearbeitet hat oder arbeitet, ich lasse mal offen, er hat mir halt quasi sein Beileid ausgesprochen für den Beitrag, aber mir meinte, es war unter aller Sau, er hat es kritisiert, aber wurde nicht, wurde halt nicht irgendwie angenommen. Ja, ich kann dasselbe erzählen, ich kenne Leute, die auch beim ÖRR arbeiten, ich weiß, ich bin ja mit denen im Kontakt auch und frage die dann auch, kriegt ihr das denn mit, die Kritik an euch? Dann, ja, klar, kriegen wir mit, aber dann sagte er, die Person, ich möchte dann nicht, dass die Person noch irgendwie Schwierigkeiten bekommt, die Person sagte mir dann, ein großes Problem sind auch beim ÖRR mittlerweile, weil es ein riesen aufgeblähter Apparat ist, die Hierarchien, ja, er ist halt relativ weit unten, dann hast du da einige, die natürlich dann diese Kritik auch nach innen tragen und dann merkst du, mit jeder Instanz nach oben wird die Kritik aber ein bisschen geschröpft und dann irgendwann bleibt eigentlich nichts mehr übrig. Dann heißt es, wenn viele unten Kritik üben, das kommt nicht bis oben an. Und das ist schon bedenklich. Ja? Also ich habe ja auch mich dann häufiger gefragt, wie kommt eigentlich diese Diskrepanz zustande zwischen wie ich finde, sehr guten Arte-Doku, ja, und irgendeinem Funk-Instagram-Kanal. Das sind ja Welten qualitativ dazwischen. Ja. Und ich glaube, man hat sich da irgendwann blauäugig, im Internet, hat man die falschen Leute eingestellt. Ich glaube, da hat man erstmal irgendwelche Leute zum Teil eingestellt. Oh, du kannst Internet? Ja, also irgendwelche, so, keine Ahnung, Bachelor Medienwissenschaften. Und dann hat man natürlich auch gesagt, okay, wir müssen jetzt hier irgendwie diverser werden. Und hier so Internet, das sollen mal die jungen Leute machen. Da stellen wir jetzt irgendwie Leute, da stellen wir irgendwie viele Frauen ein, da stellen wir POCs ein. Und dann auf einmal hast du ganz viele Aktivisten, aber keine Journalisten. Ja, und das ist halt, genau, das ist halt das Problem, dass viele Journalisten gleichzeitig halt auch sich als Aktivisten verstehen. Also das war ja auch in dieser Dokumentation so. Also natürlich kannst du, ich glaube, sie hat dann auch nochmal, diese Eva hat dann auch nochmal gesagt, ja, das ist natürlich das Haltungsjournalismus, weil ich habe eine Haltung dazu. Mhm. Und das ist, ich meine, das macht sie auch klar, aber die Frage ist, wie gut kannst du, wenn du gleichzeitig so aktivistisch bist, dann objektiv über ein Thema berichten? Und das ist hier nicht gelungen. Sehe ich ganz genauso und da auch,
wie du gerade gesagt hast, also Haltung, klar, kein Mensch kann komplett ohne irgendeinen Bezug, ja, das geht nicht. Nur wenn du so drin bist, also wirklich, sie nennt sich das, sie ist Feministin, das, diese, keine Ahnung, 2.0 oder wie ihr das nennen wollt, dieses neue Ding von Feminismus. Dritte Welle, vierte Welle, okay, keine Ahnung. Queer-Feministin. Ja, ich habe in der Schule gelernt, irgendwie die Welle ist gar kein so guter Name, irgendwie, ich fand, egal. Und das, also... Da ist ja so offensichtlich, dass man da irgendwie nicht ganz, ja, neutral an die Sache rangeht. Und ich habe auch das Gefühl, dass sie emotional, persönlich da total krass involviert ist. Ja, und ich habe es eben schon gesagt und das gelacht. Ihr seid die einzige Frau, die sich meiner Meinung nach in dieser Dokumentation irgendwie antifeministisch benimmt, ist sie. Weil, also die Macherin. Die Macherin, okay. Weil das, was sie halt macht mit den anderen Frauen, überhaupt nicht geht. Also und auch wie sie für sich selbst diesen Feminismusbegriff versteht und was sie halt anderen Frauen vorwirft, antifeministisch zu sein, das ist halt so, ist auch wieder so ein total kindisches Schwarz-Weiß-Denken. So, okay, du bist jetzt entweder Feministin und wenn du sagst, ja, ich sehe den Feminismus kritisch, oder vielleicht gibt es auch Frauen, ich kenne auch einige Frauen, die sagen, ja, ich bin keine Feministin, ja, mit Feminismus habe ich nichts am Hut. Das macht dich nicht automatisch zu einer Antifeministin. Absolut. Das ist vielleicht... Das ist ja wieder Lagerdenken, wenn du nicht... Das ist komplettes, was du gegen das ist komplettes Lagerdenken. Ich würde mal sagen, die meisten Frauen würden sagen, was bist du für Frauenrechte? Ja, bist du eine Feministin? Nö, also... 90er Jahren war Feministin oder Anfang der 2000er war das auch noch so Emanze. Ja, das war noch nicht so ein Begriff, wo jetzt jeder gesagt hat, ich bin Feministin. Ja, und ich meine, was sie ja macht, also es ist ja nicht nur, dass sie die Aussagen der Frauen aus dem Zusammenhang nimmt, die framed, die diffamiert, sondern, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, in diesem Gespräch mit der Antonio Amadeus Stiftung geht es ja dann auch um die Meldestelle Antifeminismus und sie fragt ganz genau, hier diesen Content von diesen, hier kann man den dann melden. Also sie denunziert sie auch und sie ruft dadurch indirekt, meiner Meinung nach, durch diese Dokumentation auch zu mehr Hass gegen diese Frauen auf. Also nicht nur, indem sie sie einfach so da maximal schlecht framed und maximal schlecht darstellt, sondern sie ruft auch indirekt noch dazu auf, dass andere, die diese Doku gucken, die wegmelden. Oder wenn sie sowas sehen, das einfach bei der Meldestelle irgendwie melden. Es ist schon, so ein kleines Tutorial gewesen, wie man das jetzt machen kann. Mit so. Und das Spannende ist ja, kein einziges Beispiel in der Doku wurde gezeigt, wo wirklich mal irgendwas Verfassungsfeindliches, Demokratiefeindliches, irgendwas mal wäre. Wurde nicht gezeigt. Nein, das ist demokratiefeindliches Verhalten, zu sagen, ist das noch Meinungsfreiheit oder ist Antifeminismus antidemokratisch und deswegen dürfen die diese Meinung nicht haben, deswegen meldet das weg. Das ist das einzige antidemokratische Element, was ich gesehen habe, war, nein, macht denen die Kanäle kaputt, meldet die, die müssen... selbst wenn die 2000, nur 2000 Follower haben, wenn 5 Leute das gucken, das ist schon... Das muss gemeldet werden. Das muss in die... beim Stasi-Verbund da in die Statistik einfließen als antifeministisches Element. Fand ich auch gut in der Doku. Haben die nicht selber in der Doku gesagt, so in Deutschland braucht man immer für alles eine Statistik, damit das relevant wird? Ja. Und dann haben die gesagt... Und deswegen haben wir diese Meldestelle, weil dann kriegen wir jetzt Zahlen. Und dachte ich mir, hey, Moment, ihr sagt gerade, ihr faked eure eigenen Statistiken, um danach die Legitimation zu haben für eure Arbeit. Das ist das, was sie gerade sagen. Ja, und sie sagen es halt ganz offen. Sie sagen halt, es geht, also sie sagen ja, auf antifeministische Straftaten werden häufig nicht gemeldet. Und dann sagen sie, physische oder verbale. Also was sind jetzt bitteschön verbale antifeministische Straftaten? Also wenn mich jetzt auf Twitter schon wieder jemand eine prüde, ungebumste Feministin nennt, ist es dann eine verbale, antifeministische Straftat. Keine Ahnung. Genau, sie meinen ja, es ist unterhalb der Straftat. Also jedes Mal, weil das, da könnte man sagen, ist es eine Beleidigung. Aber die Frage, was soll denn da gemeldet werden? So, ich habe ein Video gesehen, es hat meine Gefühle verletzt, weil es etwas kritisiert, was ich finde, nicht kritisiert werden darf. Okay, dann machen wir mal, also wir sind uns hier leider viel zu einig, dass das wirklich, ich finde die auch diese Amadeo-Antonio-Stiftung
die haben sich jetzt auch in einem anderen Bereich, wo ich es nochmal mitbekommen habe, komplett daneben benommen. Beziehungsweise, es ist schlechte Arbeit. Ich möchte das auch gar nicht weiter diskutieren. Es ist schlechte Arbeit. Aber auch hier möchte ich mal überlegen, was fällt uns denn ein? So, was könnte denn der positive Beweggrund aus Ihrer Sicht sein? Weil ich bin immer der Überzeugung, niemand handelt vorsätzlich böse oder schlecht. Also böse, wenn überhaupt nur als Legitimation dafür, dass man ja das Gute erreichen will. Das machen ja manche. Aber ich glaube auch diese Personen, die da arbeiten, ne? Ich mag auch dort jetzt nicht zu sagen, das sind Feinde oder so. Oder auch die, das Y-Kollektiv macht. Eva heißt sie, glaube ich. Ne? Eva heißt sie, glaube ich. Ich meine, ich habe sie jetzt die ganze Zeit Eva genannt. Wenn sie nicht Eva heißt, tut mir leid. Ja, ist auch egal. Ich meine, sie heißt so. Auch sie ist für mich ja jetzt nicht so, oh, jetzt ist sie der Feind, sondern ich versuche eigentlich zu verstehen, was sind denn ihre Motivationen? Weil ich glaube, auch sie will, aus ihrer Sicht, will sie ja was Gutes. Ich merke, dir fällt das schwerer, das zu glauben. Nein, ich finde, dass du eine sehr naive Menschensicht hast, weil du halt irgendwie, also ich meine, es ist schön. Ich glaube, ich habe ein anderes Menschenbild als du. Ja. Wo ich dir zustimmen würde, ist, dass diese jungen Menschen, und ich meine, dass diese Eva ja auch noch recht jung ist. Ja. Man neigt da halt eher auch zu so einem fatalistischen Weltbild, keine Ahnung, schwarz und weiß. Mhm. Und natürlich, keine Ahnung, ist es kein schlechter Mensch. Ja? Also, nur weil jemand was tut, was ich kritisiere, ist es für mich jetzt auch kein schlechter Mensch, das ist auch keine Feindin. Ich hoffe, sie lernt daraus. Also ich sage auch nicht, die muss jetzt, keine Ahnung, die darf jetzt nie wieder vor einer Kamera stellen. Darf nie wieder einen Druck machen. Ich würde sagen, hey, guck mal, lern vielleicht was. Also vielleicht hast du eine nützliche Lektion gelernt fürs Leben. Genau. Und nicht. Das ist doch vielleicht auch die Erklärung, warum ich vielleicht, du sagtest jetzt so naives Menschenbild, ich versuche manchmal so ein bisschen dann noch den Menschen eine Möglichkeit zu geben, auch daraus ein Learning zu ziehen. Weil ich habe auch festgestellt, wenn du immer weiter auf Leute draufklopfst, dann nimmst du ihnen auch die Chance, etwas daraus zu lernen, sich auch zu verändern. Weil ich weiß nicht, das wirst du genauso wie ich kennen. Wenn du immer nur drauf gekloppt bekommst, dann denkst du irgendwann nicht so, okay, ich denke mal drüber nach, sondern irgendwann denkst du, dir haltet alle die Fresse. Aber ich würde jetzt einfach gar nicht dahin gehen und sagen, man muss sie kritisieren. Also das ist jetzt so der Feind. Nee, sondern die Methode. Die Frau. Nein, die Methode und das System. Weil die Frage ist, wie kann das denn eigentlich sein? Ja? Also so eine Produktion, das ist ja nicht eine Person. Ja. Sondern warum lässt man eine... Also warum guckt da denn niemand? Also warum gibt es denn jetzt nicht... Also ich meine, Qualitätskontrolle. Qualitätskontrolle. So. Wo ist da jemand, der nochmal drauf guckt und sagt... Nee, das geht nicht. Das ist auch, was Imp sagt. Imp ist quasi komplett alleine, macht seine Videos alleine, macht seine Streams alleine. Ich bin komplett alleine, ich habe keine Redaktion, nichts. Mir kann das eigentlich viel eher passieren und sollte auch viel eher okay sein, dass ich mich vielleicht mal täusche oder irgendwas nicht so gut recherchiere. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Die haben alle eine Festanstellung, die haben eine Million Abonnenten. Da steckt ganz, ganz viel Power dahinter, denen darf das eigentlich nicht passieren. Ja, und das passiert halt, wenn du eine aktivistische Bubble hast, die dann vielleicht nach außen hin möglichst divers aussieht, aber die meinungstechnisch, politisch halt eigentlich so gleichgeschaltet sind, dass es halt auch keine echte Kritik mehr gibt innerhalb dieses Teams oder irgendwas mal in Frage gestellt wird. Und dann passiert halt diese Echokammern und dann schmeißt du halt auch noch Geld drauf und du sagst quasi so, okay, klingt gut, macht mal und dann guckt halt niemand drauf und dann wird halt sowas produziert und natürlich kann ich das kritisieren, ich kann jeden, der da mitgemacht hat, kritisieren, ich kann sagen, das geht so nicht, das darf nicht passieren, weil die Leidtragenden sind ja dann die Frauen in diesen Videos, ja, die bloßgestellt werden und es ist, weiß ich nicht, vielleicht versteht man es nicht, wenn man nicht selbst davon betroffen ist, aber das ist so eine ganz schlimme Art der Bloßstellung, wo man eigentlich so das Gefühl hat, man muss sich jetzt vor 1 Million Leuten rechtfertigen. Aber man kann es halt nicht. Nee, also es ist halt so... Ist ja auch ein sehr künstliches Konstrukt eigentlich. Eigentlich ist das ja sehr, sehr unnatürlich. Wir haben halt eine Welt geschaffen, wo wir
wo eine Person plötzlich theoretisch zu mehreren Millionen sprechen kann und auch eine Person über eine andere Person und das Millionen von Menschen präsentiert. Dir ist das ja, wie gesagt, mit Böhmi schon passiert. Und das ist ja etwas, dafür ist der Mensch, glaube ich, nicht geschaffen. Also das ist ja so ein, das ist ja noch viel härter als der Pranger in irgendeinem Dorf im Mittelalter. Da kamen vielleicht 50 Leute vorbei. Jetzt, und deswegen, da ist auch so ein bisschen, wo ich denke, da fehlt mir das Fingerspitzengefühl von solchen Leuten. Ich bin immer sehr sanft. Ja. Das ist zu ehrlich. Ja, ist einfach so. Weil am Ende bin ich habe immer wieder Schiss vor doch wieder von allen Seiten die Radikalisierung und dicht machen. So, ne? Und ich hoffe immer noch, dass man irgendwo, also vielleicht jetzt nicht die schon komplett da in ihrem Aktivismus drin sind, aber dass man irgendwen noch erreicht, der da vielleicht dann doch mitarbeitet, das Video sieht und sich denkt, ja, hat er vielleicht recht. Und ich glaube immer, dass wenn du die Kritik, selbst wenn sie berechtigterweise brutal ausfallen müsste, wenn du sie etwas sanfter formulierst, also ist meine Methode, ich schreibe das niemandem vor, wie er es zu machen hat, aber ich habe immer die Hoffnung, dass es dann doch noch ein bisschen mehr wirkt, also oder überhaupt irgendwas bewirkt. Ich meine, es ist ja eigentlich so eine ethische Frage zwischen uns, weil du fragst dich halt, also du fokussierst dich halt auf die Motivation. Was motiviert diese Person zur Handlung? Und ist die Motivation dahinter gut oder schlecht? Und ich sage halt, ja, das ist, natürlich ist das ausschlaggebend, aber auch jemand, der was Gutes will und damit Schlechtes schafft, also man muss halt auch ein bisschen auf das Ergebnis gucken und dann die gute Absicht dahinter, die erkenne ich. Die erkenne ich bei vielen von diesen Aktivisten. Ich war selbst mal jünger und politisch engagierter. Und ich kenne das. Ich kenne diese Art von jungen Menschen, die wirklich die Welt verändern wollen und die für was kämpfen wollen und die irgendwie eine positive Änderung in der Welt hervorrufen wollen. Und gerade die sind anfällig für solche Ideologien, oder den gerechten Kampf, Schwarz-Weiß-Denken, ja, das kenne ich alles. Und ich weiß auch, dass Leute, die gegen mich protestieren, vermutlich nicht komplett böse sind, sondern dass die auch überzeugt davon sind, dass sie etwas Gutes tun und Menschen damit helfen. Aber man muss trotzdem, und ich kann das verstehen, aber ich kann trotzdem sagen, dass diese Leute dadurch trotzdem gefährlich sind. Dass man trotzdem gucken muss, dass man diese Leute halt aufhält. Und man das, ohne sie bloßzustellen, was schwierig ist, aber man muss schon diese Menschen aufhalten. Also ich kann Empathie für die empfinden, aber ich kann trotzdem sagen, so, also wenn sie jetzt ihren Job verliert, wäre ich jetzt nicht traurig. Und es würde vielleicht ein Exempel statuieren, nicht aus einem Rachegedanken raus, weil ich denken würde, so, die muss jetzt ihren Job verlieren. Also das haben ja viele so, sondern eher so, es muss halt auch negative Konsequenzen geben, was es nicht bedeutet, ich wünsche der Person jetzt an sich was Schlechtes, just because. Einfach nur, es muss Konsequenzen geben. Es muss Konsequenzen geben, absolut. Das sehe ich auch so. Und da auch aber trotzdem einfach nochmal so perspektivisch würde ich halt gerne noch erwähnen, wenn dann auch Veränderungen stattfinden, wenn es besser wird, dann hoffe ich immer, dass alle noch so den Blick dafür haben, es auch mitbekommen wollen, ja, weil ich stelle auch fest, manchmal in Gesprächen so, dann heißt es immer so, nein und so, und dann, selbst wenn ich dann irgendwie einen besseren Beitrag zeige, dann kommt, nee, aber die hat ja mal das und das oder der hat das und das und dann kommt irgendwas von vor 2 Jahren. Ich bin auch so jemand, ich finde, alles, was vor 2 Jahren gesagt wurde, ist mir ehrlich gesagt egal. Also weil sonst, wenn wir das immer weitermachen, immer ankommen mit ja vor 2 Jahren, ja, dann können wir, dann kann sich ja niemand ändern. Dann kann ja nie was passieren. Ja, das ist ja auch das, auf jeden Fall. Also Meinungen ändern sich. Also jemand, der noch genau dieselbe Meinung hat wie vor 5 Jahren und nicht darüber reflektiert hat, der ist mir eher suspekt. Also ich finde, ich würde nicht mehr alles so sagen, wie ich vor 5 Jahren gesagt habe, wie ich vor 10 Jahren gesagt habe, wie ich vor 2 Jahren gesagt habe, weil ich lerne jeden Tag dazu, ich reflektiere. Ich sage auch häufig, ja, bei manchen Themen kenne ich mich nicht so gut aus, dann tendiere ich in die eine Richtung, dann kriege ich wieder neue Informationen. Also Leute auf irgendwas festzunageln, was sie zu irgendeinem Zeitpunkt mal gesagt haben, ja, und dann, ja, ich habe jetzt dieses eine Video von dir gefunden und diesen einen Tweet von vor 2 Jahren und da sagst du irgendwie das und das und deswegen bist du für ewig dafür jetzt. Können alle Seiten gut, das muss man dazu sagen. Das können alle Seiten gut irgendwo in der Geschichte, in der Historie rumkramen, was raussuchen
Und mich beeindruckt das selten. Ne? Also ich will immer wissen, was sind denn die aktuellen Standpunkte. Aber ja, wir sind uns einig, irgendwas muss passieren. Es wird auch was passieren, weil ich glaube, der Backlash jetzt für diese Doku, der war schon jetzt nicht ohne. Ich glaube auch, dass das noch nicht fertig ist. Da kommt noch was. Ich hoffe, da kommt noch was. Also allein für die Frauen hoffe ich, dass da noch was kommt. So. Ja, ja. Ja, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, also wenn ihr die Reportage nicht gesehen habt, in meinem Kanal gibt es keine Kontaktschuld. Ihr könnt gerne bei Y-Kollektiv vorbeischauen, guckt es euch an, macht euch euer eigenes Bild. Ja, ich danke dir fürs Gespräch. Danke fürs nette Gespräch. Ja, und ansonsten bis zum nächsten Video. Macht's gut und auf Wiedersehen. Das war Sinans Woche. Total cool zusammengefasst in einem YouTube-Video.